Hallöche, Popöche, liebe Freunde gepflegten Minecrafts. Wir sind wieder back in town. Hallo, liebes YouTube, hallo, liebe Pixelfreunde, hallo Spieler, hallo Welt. Ja, wir sind wieder hier am Start. Folgendermaßen: Minecraft 1.31 ist draußen. Da habe ich verschiedene Gespräche geführt mit Zuschauern und die haben gesagt, ey Steffen, mach doch mal jetzt eine neue Welt und so. Und das finde ich auch eine super Idee, weil wir ja sowieso so einen scheiß Nether eigentlich hatten und so. Und da fangen wir einfach mal neu an mit neuen Features und neuen Sachen und alles neu. Und deswegen auch der Levelname Let's Play Minecraft Again. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie wir das machen, Lisbeth. So, ich habe mal Let's Play Minecraft Again, Spielmodus überleben. Ich habe gesagt, Cheats erlauben, ja. Und Bonustruhe mal ein, das sind auch so neue Features mit dem Update. Cheats deshalb ein, damit ich im Zweifelsfalle, ich hoffe, mich mal TP'en kann oder per Game Mode mal heimfliegen kann, wenn ich mich mal wieder verirre. Das ist eigentlich der einzige Grund, die Bonustruhe, okay, da ist jetzt ja eh nicht viel drinne, die ziehen wir uns mal rein. So, wir machen mal Welt erstellen, mal gucken, was draus wird. Ich bin mal gespannt, ob wir die denn überhaupt spielen werden. Jo! In jedem Fall geht schon mal die Sonne in Minecraft auf. Das ist unsere Bonustruhe. Die wird also wenige Blocks von einem entfernt dann aufgestellt. Da ist so ein bisschen Kleinscheiß drin. Oh, wir haben sogar das große Glück, hier ist sogar schon eine Steinspitzhacke drin. Ja, das ist schon mal gut. Und das andere ist irgendwie scheiße, sehe ich gerade. Was soll ich denn mit 195 Millionen hacken in Holz, wenn ich eine Steinspitzhacke habe? Naja, gut. Okay, wir packen das mal weg. Nein, wir packen das so hier hin. So, die ganze Truhe baue ich dann einfach mal routinemäßig ab, inklusive der Fackeln. Das heißt, man kriegt so einen kleinen Startbonus. Der ist nicht weltbewegend, aber okay, man hat halt dann so eine Hacke. Man ist jetzt wirklich kitsch eigentlich. Aber gut, was ihr übrigens auch seht, Steffen spielt im Standard-Texturpack. Einfach, weil hier natürlich alle Neuerungen drin sind. In dem von mir sonst so geliebten Enhanced sind eigentlich auch schon alle Texturen drin. Aber ich dachte, komm, fängst neu an, dann fangen wir wirklich neu an und machen mal wirklich alles null. Aber die Welt ist ja jetzt nicht so der Brüller, muss ich mal sagen. Mir fehlt es mir ein bisschen an hohen Bergen. Wollen wir die echt spielen? Ah, vielleicht kommt da hinten was. Wir nehmen uns erstmal auf jeden Fall ein Holz mit. Ein Holz. Ja, da gibt es ja auch Neuerungen. Man kann die jetzt ja unterschiedlich hinlegen und so und. Es gibt ja Unmengen, ja Unmengen nicht, aber es gibt jede Menge neue Features. Ja, so kann man das Holz jetzt nicht, wenn man das sonst immer so abgelegt hat, irgendwohin konnte man es immer, wie der Baum gewachsen war, hinlegen. Und jetzt macht er das in alle erdenklichen Richtungen. Ja, finde ich cool, hätte schon viel länger geben müssen. Das müsste eigentlich auch mit Brettern funktionieren. Wir haben verschiedene Hölzer, wir haben Tempel, wir haben jede Menge. So, was wir als erstes machen, routinemäßig, als alter Minecraft-Hase, ist natürlich hier mal durchmähen und ein paar Seeds einsammeln. Weil was gibt's Schöneres als Seeds? Die werden wir nämlich brauchen, da man jetzt ja geile Cookies machen kann. So, wir haben Kühe. Was wir als nächstes mal eben bauen werden, ist natürlich sofort ein Crafting Table. Das darf natürlich in keinem Minecraft fehlen. Da haue ich mir mal eben ein Schwert raus. Na, kennt ihr ja. Und ja, den Crafting Table nehmen wir natürlich wieder mit. Denn wir holen uns jetzt hier erstmal frech ein bisschen Futter von der Kuh. Die hauen wir mal eben platt, die alte Nuss. Bling. Bling, bling. Ich will mal kurz in die Optionen gehen. Sichtfeld 85, okay. Musik 11, 30, alles cool. Normal. Sprache, übrigens auch so ein Thema. Ich hab's dir jetzt mal, die Sprache hat er automatisch auf Deutsch gestellt. Das habe ich jetzt einfach mal gelassen. Ja. Ich spiel's ja normalerweise in Englisch. Finde ich eigentlich irgendwie viel stylischer, so im Original sozusagen. Aber, nee, Wölfe wollen wir nicht. Ah, hier gibt's schon was zum Craften. Das wollen wir natürlich alles nicht. Hallo Schwein. Boah, das Schwert ist ja schon wieder fast im Eimer. Ja. Und wir werden mal sehen, was wir denn solches machen können jetzt mit unserer neuen Minecraft-Version. Das Ganze im Survival. Oh, da hinten ist High Extreme Hills. Warum bin ich geil auf Extreme Hills? Das hat verschiedene Gründe. Die Patch Notes gelesen haben, werden sie es fast denken können. Es geht um Emeralds. Verschiedenfarbiges Gras, cool. Es geht um Emeralds, beziehungsweise um Smaragde im Deutschen. Die findet man ja nur in Extreme Hills. Das ist das, was wir hier hinten sehen. Außerdem finde ich die Gegend von Extreme Hills immer ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Ja, die Kuh stirbt und ich sterbe gleich mit. Ja, komm her, Kuh. Kriegst du mal was fürs Fressbrett. Guck mal hier, ich habe eine Hacke, die stecke ich dir mal kurz in den Arsch. So. Du auch. Warum kill ich die ganzen schönen kleinen Kühe? Aus dem einfachen Grund, die geben super Fleisch. Und außerdem eine kleine Lederrüstung on top. So, hier halten wir gleich mal eben an. Hier ist es ganz kuschelig. Und holen uns mal eben mit der scheiß Holzpike, die eh keine Sau braucht. Die kann man jetzt übrigens auch verbrennen. Und das werden wir damit auch machen, denke ich. Hier graben wir uns das erste Holz. Und die ersten Steine. Holz, was laber ich da? Hier holen wir uns die erste Kohle. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Bling. Ach ja, auch ein neues Feature. Beim Abbauen bestimmter Sachen gibt es Erfahrungspunkte. Wenn ich also Holz abbaue, Kohle, seht ihr das? Springen so ein paar Erfahrungspünktchen hier hin. Finde ich ganz cool. Das maximale Erfahrungslevel ist von 50 auf 30 runtergesetzt worden. Ich werde euch übrigens so die nächste Zeit immer mal so ein bisschen erzählen, was auch Neues gibt. Also, kurzum, es gibt jetzt Erfahrungspunkte beim Minen und beim Craften. Man ist dann relativ schnell, ich habe das mal angefangen, neulich überhaupt 1-3-1 zu spielen, man ist dann relativ schnell auf über Level 20 und 30, wenn man so ein bisschen was zu craften hat, ein paar Monster hat, das geht fix. Also man kommt viel schneller zum Verzaubern wie früher. Blöd bei der Sache nur, man muss erstmal Diamant finden und Obsidian, um dann überhaupt ein Enchantment Table zu machen. So, wir sammeln so ein bisschen Grundmaterial erstmal ein. Ich habe da irgendwo Fackeln. Ah ne, das hier lassen wir mal hier. Das brauchen wir nicht. Die Fackeln wieder standardmäßig dahin. Das fehlt mir auch noch, dass so eine Fackel, die ist ja jetzt hier relativ langweilig, da leuchtet sie. Habe ich sie in der Hand, leuchtet die nicht. Bei anderen Texturpacks leuchtet die hier. Aber die hat keinen Effekt. Das heißt, das Leuchten sieht man eigentlich gar nicht. Ah, da kommt schon irgendwo eine Spinne her. Des Weges. Das machen wir jetzt immer nicht so Actioncraft-mäßig. Ja, das finde ich schade, wenn man eine Fackel in der Hand hat, müsste die so ein bisschen leuchten. Ja? Das finde ich persönlich ein bisschen cooler. Warum das noch nicht integriert wurde, ist mir ein völliges Rätsel. Das gibt's per Mod, aber der funktioniert irgendwie scheiße. So, Schaufel haben wir nicht. Wir sammeln also dementsprechend auch keinen Schnee im Moment. Das wird aber das kleinere Problem sein. Hier haben wir ein paar Schweinchen. Die machen wir eben mal platt. Ah, die nächste Pike ist im Eimer. Das Schwein hat einen Kopf da drin. Hallo Schwein. Ah, ich brauche euch zum Essen. Das sind ja zwei. Und die freuen sich voll. Guck mal. Schon wieder kaputt. Boah, wie schnell so eine Pike beim Schlachten kaputt geht. Ich nehme einen Stock. Hat der Stock eigentlich auch Schaden? Das ging aber schneller wie mit der Faust, oder? Mal ehrlich. Huh, wo sind wir denn hier? Hier sind wir auf jeden Fall in Extreme Hills. Und hier ist es eigentlich schon fast ganz kuschelig, kann man sagen. Ja, Beleuchtungsfehler haben wir irgendwie jede Menge. Also seit 1.3.1 habe ich den Eindruck, die Beleuchtungsfehler sind noch viel mehr geworden wie vorher. Weil guckt sich einer mal die schwarzen Löcher an, wie das hier ausschaut. Bisschen kacke irgendwie. Oh, ein Pilz. Guck mal hier. Ah, jetzt geht hier die Sonne auf. Übrigens auch neu. Das ist jetzt Gravel. Der sieht jetzt auch neu aus. Da haben sie etwas Neues gemacht. Ich nehme jetzt auch mal so eine Handvoll Pilze hier mit. Ja, das ist ein bisschen schwieriger geworden mit den Pilzen. Vielleicht finden wir noch rote Pilze. Da können wir auf jeden Fall schon mal ein Süppchen generieren. Weil wir haben ja leichten Hunger. Erstmal so ein Apfel. Extreme Hills. Ja, ich mag Extreme Hills, ehrlich gesagt. Da haben wir ein bisschen Schnee. Wir haben noch gar keinen Dschungel gefunden. Guck mal hier, was Beleuchtungsfehler. Ping! Ah, das ist doch Käse mit den Beleuchtungen. So, noch ein Schwein. Jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-mal für ein Schwein, ne? Jetzt nehme ich mal so ein Sticky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Okay, ist genauso lang. Och, geil hier, oder? Was ne Look. Uiuiui, was ne Location hier, du. Gravel sieht jetzt echt komisch aus. So, was braucht man noch? Da hinten ist auf jeden Fall schon mal Zuckerrohr. Da wäre ich auch ganz angetan von, wenn wir das hätten. Weil man kann da jetzt mit Zuckerrohr endlich nicht nur langweilige Bücherregale machen und ein bisschen Zucker für einen Kuchen. Aua. Sondern man kann ja jetzt ordentlich Bücher machen, die man beschreiben kann. Das ist auch ein neues Feature. Bücher, in die man reinkritzeln kann. Hier ist ja auch wenig los.
Sieht ja auch episch aus, das Ding da. Ja. Da gehen wir dann mal eben vorbei. Klack, noch so ein Herzerl weg. Ja, man kann jetzt super geile Bücher machen, kann die beschreiben und wieder in die Truhe legen. Und wenn man so unterschrieben hat, dann sind die quasi protected. Das heißt, man kann echt coole Sachen jetzt machen, auch gerade so für Adventure-Map-Freaks. Jede Menge Schweine. Das ist nämlich auch neu. Das geht mit Federn und Inksack und so. Jede Menge neuer, netter Features. Wasser tropft jetzt von den Leaves runter, also von den Bäumen. Oh, Insel episch. Ach nee, ich dachte schon. La 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 la, wir laufen hier sinnlos rum. Ich hab noch keine Schafe gesehen, gar nichts. Ich sammle einfach mal ein bisschen Erde auf. Das kann mir auch nicht schaden. So, Finale gemacht. Da vorne gibt es wieder ein bisschen Zuckerrohr. Das können wir dann gleich anpflanzen. Die Sonne verabschiedet sich hier langsam. Und es ist ein bisschen blöde. Gerade, weil... wo wollen wir denn eigentlich wohnen jetzt? Die geht irgendwie voll schnell weg. Oh, Höhle, episch. Boah, alter Schwede. Da wollen wir nicht runterfallen. Haben wir gerade mal nicht vor. Oh, hier ist ja auch nasty, oder? Hier kann man auch mal schon mal eine Bretterbude hinbauen. Oh, die Beleuchtungsfehler nerven total. Ich weiß jetzt gar nicht, geht's da rein in eine Höhle oder geht's da nicht rein? Ah doch, man kann erkennen, es geht so ein bisschen rein. Ein bisschen arg dunkel hier, oder? Oh, ich muss weg. Ich muss weg. Gut, ist kein Thema nicht. Ein echter Minecraft, der kennt ja keine Gefahr. Wir gehen einfach hier hin. Irgendwo hier hin. Episch, episch. Wo sind wir hier? Was ist das denn hier? Eine Höhle. Oh, prima, hier kann uns ja gar nichts passieren. Das ist doch schon easy going hier. Wir müssen hier nur kurz mal zumachen. Das kriegen wir hin, oder? Wir nehmen unsere Hacke. Bauen uns einfach ein paar Klötzchen ab hier, ne? Ein paar Klötzchen. Und setzen die hier wieder hin. Zack, Erde. Da kann keiner reinfallen. Dann machen wir uns hier eben auch noch ein bisschen Erde hin. Ja. Sag mal, hab ich das auf Peaceful stehen? Ne, normal. Wir sind gar keine Monster. Doch, da hinten. Okay. Machen wir mal ganz einfach hier so eine Bude, zack, zu. Fertig, aus die Maus, das wird schon hinhauen hier soweit. Da bin ich jetzt mal voll optimistisch. Ich habe ja eh kein Bett. Ja, also von daher, shitty girl. Das heißt, ich hülle das Ding jetzt hier einfach aus. Wir nehmen ein bisschen Erde mit. Was wir halt so brauchen, das typische Minecraft eben, was soll ich sagen. Wollen wir gar nicht lange drum rumreden. Was ist denn hinten los? Hier sollte man mal nicht runterfallen auf jeden Fall. Oh, da ist natürlich Kohle. Das ist natürlich entzückend. Da hinten ist noch ein Skelettomat. Hier machen wir uns auch mal eine Fackel hin. So. Ach nee, nicht das Stöckchen. Bauen wir einfach mal so lange ein bisschen ab. Was wollen wir sonst machen? Minecraft um Minecraft-Manie. Sozusagen. Tja, was können wir denn Sinnloses machen? Wir machen auf jeden Fall... Ballern wir eben mal hier unseren Crafting-Table rein. Wir haben ja noch so eine Kiste. Wollen wir die benutzen? Nee. Nö. Crafting-Table auf und machen uns mal eben hier zwei lecker Öfchen. Okay, der kam doch rein. Da ist ein Huhn. So, Monsterjäger. Guck mal, da ist ein Huhn. Weg ist es. Da müssen wir hier wahrscheinlich noch zumachen. Der ist hier... Wo kam der denn rein? Von da. Hä? Ich verhungere. Wo sind meine Öfen?